Im Derby zwischen den Zeller Eisbären und Red Bull Salzburg bei zunächst einmal die in beispielenden Gastgeber, die hier an Team Pierschus scheiterten, am Boden. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit, die Nummer 66, das ist Simon Rogenthaler. Wer das dazu schießt, Tor! 1:0 durch die Schienen von Maximilian Hörl. Naja, dieser Schuss wäre aus meiner Sicht durchaus haltbar gewesen, aber die Gastgeber gehen verdient in Führung. Doch die Gäste schlugen zurück. Schöne Aktion, die Nummer 5, das ist Juric. Fährt auf das Tor von der Pirschl zu, zieht ab, Tor zum Ausgleich und 1:1. Ja, war auf jeden Fall hinter der Linie und dieses 1:1 ist auch der Spielstand nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel, Pass, Schuss, Tor! Nachschuss Tor durch die Nummer 23, Niklas Reintaler. Und da hatte dem Pirschl keine Chance. Jetzt wieder ein schöner Versuch. Schuss Tor zum 1:4. Dieses Mal war es Tom Ziegler, der erfolgreich war. Und somit lautete der Spielstand nach 2 Dritteln 1:4 aus Sicht der Zeller. Das Schlussdrittel begann aus Sicht der Gastgeber ungünstig. Kontermöglichkeit. Die Nummer 17, das ist Julian Ausschuss. Tor! Das war vielleicht nicht gerade optimal. Bereits kurz nach Beginn ein Tor zu kassieren, ist natürlich für jeden Goalie bitter. 1:5 der Zwischenstand in dieser Begegnung. Dennoch war es den Zeller Eisbären vorbehalten, den Schlusspunkt im Derby zu setzen. Jetzt wieder erneute Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert? Pass. Ist er drinnen? Jawohl! 2:5 durch Simon Rogenthaler. Und hierbei ist zu sagen, dass die Gäste zur Halbzeit den Torhüter wechselten und dieses Mal sehen wir Yannick Wimmer, Endstand 5:2 für die Sat.